Hallo und willkommen zu einer Folge Tower Fantasy. So, wir machen weiter mit den Simulacra-Geschichten. Und zwar hier fangen wir an mit einer wertvollen Reise. So, was ein Schatz. Eine offene Frage, die Antwort hängt davon ab, wen man fragt. Von einem dieser Welt einzigartigen Juwel bis hin zu einer einfachen Erkenntnis. Selbst nichts hat einen Wert, wenn man die richtigen Leute fragt. Das Faszinierende an einem Schatz ist, dass man nie sicher sein kann, ob er wirklich existiert, bis man ihn vor sich sieht. Geschweige denn alles andere. Eins ist auch unausweichlich: die Kosten, der Verbrauch und die Opfer während dieser unsicheren Suche, unabhängig davon, wer man ist und wie das Ergebnis sein wird. Von diesem Standpunkt aus gesehen ähnelt die Schatzsuche einer Opfergabe. Findest du nicht auch? Alles klar. So, und dafür sollten wir erstmal hier nach Innos gehen. Nehme ich eigentlich, weil hier immer der Punkt da. Hallo? Hey, Executor, you've worked hard. Ja, das ist sie, lol. The Abyssant Stragglers still move around outside das Kind, was sie mit Ruby gespielt hat, ist das. And the situation remains dangerous. You got a tough task on hand. It's true that our guard has been high. Everyone is tense. But at this special time, the problem kid is still restless all day long and tries everything to get out. Problem child? This is the one, well known in our city. That's right. The Kino exploration team is well celebrated. Not a good reputation anyway. What's there to be proud of? Ginono, are you to embarrass us in front of the executor who came all the way from Asperia to help Inners? You came from Asperia? Hey, what is it like in the other regions? Is it already open to adventurers? I wanna go! You can't just hear what you want to hear. That's enough. Go home now. I'm watching you. Das Mädchen namens Gnono wird widerstrebend weggeführt. Sorry about the mess. It's all right. Did the kid want to go out and play? Yes, definitely. She talks about adventures all the time, but I think she just wants to play. Her grandfather's prestige was high, but that doesn't mean she can do whatever she wants. It's a different era already. And she's not concerned at all about the actual situation. When she feels like going out, she'll try everything to get out. Help! Hmm? What's wrong? That kid. I was distracted for a second, and she was gone! What did you say? She must have gotten out by now. I'm so sorry. I failed my duty. You... the problem child? Oh, my head hurts! We are already short of hands. Who can I send out after her? I got time right now. I can go look for the kid. Are you sure about it, Executor? You must be tired after the battle. It's okay. Making sure the kid is safe is more important. Not to mention I just saw her and know what she looks like now. I don't think it'll be hard to find her again. This is great. I can't thank you enough. Please bring her back as soon as possible. If the tragedy happens again, I don't know who can take responsibility for this. Hmm? Anyway, I should start looking now. Ja, es war gut, dass hier mal passiert ist, klar. Okay, wird es wiederholen. Das heißt, ist ja schon mal irgendwann irgendwie ein Kind abgehauen und das ist dann wahrscheinlich draufgegangen oder so. Wäre so mein Tipp. Wenn es um eine Tragödie geht. Okay, was machen wir jetzt hier? Hier kann man auch raus. Ich habe gedacht, man muss hinten rauslaufen. Huh? Oder? Oh, er hat Tintenfisch geklaut. Did that octopus thingy just pick up what Ginono dropped? Ja, hat auf den Kopf genommen. Und wir gucken einfach zu, wie er wegschwimmt. Anstatt ihn, wenn wir 1 Meter neben ihm stehen, ihn aufzuhalten, ne? It left. Is it trying to return what it picked up? Ja, erstmal den Tintenfisch aufsammeln, der hinterher schwimmt. I wonder if it'll lead me to Ginono. Ja, werden wir da sehen. So, was war das Schwimmen? Ich bin hinter dir.
Wer war das denn immer? Schaut der jetzt da rein? Lass mir gerne auch die Kurse einsammeln. Ne? Nein, ich bin nicht da rein in den komischen Strom hier. Wird sie wahrscheinlich irgendwo stehen, oder? So viel weiter wird er ja wohl nicht schwimmen. There must be something around here. I should search the area. Are those traces of it? I made it out! Let's go, Pip! It's the super new moon! Only heaven knows how long we have to wait for the next one if we miss it tonight. Oh, I can't wait to see it! A real treasure! Treasure? It fled. Na, aber es ist auch schwierig, ein Kleinkind hinterher zu laufen, wenn man es sieht, ne? I knew that octopus thingy would come here. Ich glaube, ich habe das von Obdai bekommen. Mit anderen Teammitgliedern. Ja, was damit? Mit anderen Teammitgliedern hat sich ein psychischer Zustand seit dem Fund dieser Sache in einer Wüstenruine kontinuierlich verschlechtert. An diesem Punkt war ich nicht zu sagen, ob dies irgendeine Rolle bei seinem tödlichen Sturz spielte, dem er sich den Kopf an einer Klippe angeschlagen hatte, was angeblich durch eine visuelle Halluzination verursacht worden war. Es war die Zeit herum, als unsere Erkundung abgeschlossen wurde, der Bau der zweiten Stadt gerade begonnen hatte und die Pioniere kürzlich aufgelöst worden waren. Er sagt mir, dass Obeid, so heißt er glaube ich, ne? Ich muss sagen, ich habe es falsch ausgesprochen, Obeid, keine Verwandten oder Freunde hatte. Als sein Ketten stimmte ich zu, mich um einige seiner Habseligkeiten zu kümmern. Oh, ich erinnere mich, dies war eine davon. Ich war ungefähr zur gleichen Zeit, als ich anfing, häufige Kopfschmerzen und Unwohl sein zu erleben. Zunächst dachte ich, dass ich es durch meinen Mangel an körperlichen Aktivität ohne Arbeit vom Erkundungsteam oder der sogenannten Klimakrankheit verursacht wurde. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Und all diese Träume, die ich hatte. Ich weiß immer noch nicht, ob ich dieser Erkenntnis folgen sollte. Die wichtigsten und bemerkenswertesten Informationen, die ich aus meinem Träumen gesammelt habe, können wie folgt zusammengefasst werden. In einer Neumondnacht, irgendwann in der Zukunft, wird ein Körperteil eines gigantischen Wesens von dem Geruch dieses Gegenstands angezogen und sich getarnt durch einen Meteoriten nähern, um ihn abzuholen. What the fuck? Wenn ich das schon lese, ey. Die zweite Stadt wird vollständig zerstört werden, wenn dieser Gegenstand hier bleibt. Ich habe nicht den Mut, über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Ich bin auch nicht in der Lage, die anderen davon zu überzeugen, diesen Albtraum ohne jegliche wissenschaftliche Grundlage zu glauben. Ich sehe sie bereits mit dem Kopf schütteln und mich in einen alten Namen nennen. Nur ich akzeptiere die Möglichkeit, dass ich immer noch von meinem Schuldgefühl verfolgt und gequält werde, weil ich meinen Mann nicht retten konnte. Aber um meine Ängsten zu lindern, ich habe beschlossen, dieses Ding wegzuschicken. Ich habe nach einem sehr abgelegenen Ort ausgewählt, der weit genug von dem Baustein entfernt ist. Nur für den Fall, dass. Ich hinterlasse hier die Koordinaten des Ortes, an dem ich es vergraben will. Obwohl ich das ungute Gefühl habe, dass diese Informationen in Zukunft zu ernsthaften Schwierigkeiten führen könnten. Was? Nur weil jetzt jemand ausgraben kann? Also 2000 Meter wäre cool. Kann ich da wieder näher hinporten? Wo sind das? Ach, da hinten, die Richtung. Dann, was ist das jetzt oben von der Theorie her? Das war jetzt quasi ungefähr da, oder nicht? Ich brauche einfach da hin. Okay, meint er mit dem komischen, die Tragödie wiederholt sich, dass quasi sein Mann da gestorben ist, sein Crewmitglied? War das die Tragödie, von der die Frau vorhin gesprochen hat? Tja, keine Ahnung. So, nach oben schwimmen.
Erstmal Errungenschaften. Perfekt. Wait. Gab es hier vorne, wo ich gerade hochgekommen bin, irgendwo eine Unterwasserhöhle oder komme ich hier irgendwo wieder runter? Ich gehe mal stark davon aus, dass ich da irgendwo eine Unterwasserhöhle hätte finden sollen, oder? Oh, warte, hier, hier. Ah, lol, nee, das stimmt, das war dieser, wo wir runtergeschwommen sind, denn durch diesen Wasserstrom da zu Innersing geschwommen sind, ne? Weil hier am Anfang, ganz am Anfang nach Innersing gekommen sind quasi. Das Ding gab es ja auch noch, zum Glück, ey. Das heißt, muss ich ja ganz zurückschwimmen. Ich habe einen Glücksstern erhalten, cool. Dankeschön für die Info, was mal das ist. Okay, ich muss aber noch weiter nach unten. Ich muss noch 50 Meter nach unten. Achso. Ja, ich sollte mich vielleicht einfach mal weiter schwimmen, anstatt mich zu beschweren. Oder mich selbst hinterfragen. So. This must be the location from the note. The marine life around here is quite unusual. Or should I say irritable? Or maybe anxious? What? Vorhin in der Höhle, der Intus beschrieben wurde. Oh, der Spiel ist die. Remember clearly, but have I explored somewhere similar before? What do you think, Pip? Ob da Mia ist noch als Maskottchen dabei. Grandpa wrote in his diary, the buried piece. Sehr schnell schwimmen tun wir auf jeden Fall nicht. Well, I didn't find anything last time, but hopefully it will be different this time under the new moon. Wait, what did I just say? Last time? Oh, so strange. My memory. Ist klar. A little. So, wenn mit ihr nicht stimmt. Das würde ich auch gerne wissen. Aber es ist nur schwarz-weiß. My body feels lighter? It must be adventure mode. Great. I shall press on. Ah ja. Gute Schlussfolgerung. Maybe we should stop here. It's better we go back. What do you mean? You know very well how long I've been waiting for this. I don't mean to put a damper on your enthusiasm, but something doesn't feel right about this place. Don't you find it creepy here? We shouldn't have gone this far without telling any adult. Have you no guts? Just gonna quit? Do you understand that opportunity knocks but once? Grandpa predicted in his diary that a meteorite would fall on a new moon night. And a meteorite did fall! The exact location is only known by those who have read the diary. With this advantage, we will get it before all the adults from Hycros. Do you understand what it means? This will be a great honor. Those grown-ups will be impressed. But there's no but. We've already come this far. I don't have time for this. They always think we are just messing around. We need just one small achievement, and they can never laugh at us again. Very soon. And it won't be hard for us to become an officially recognized exploration team. Go back if you are afraid. Nothing can stop me from becoming the pioneer who first discovers it. No, I can't leave you alone.
Suit yourself. Okay, schwimmen wir weiter. Wie auch immer sie ist, anstatt irgendeine, keine Ahnung. Freundinnen, die wir uns einbilden hier. Eine imaginäre Freundin, so. Komische Geräusche hier. Warum ist eigentlich alles schwarz-weiß? Außer wir selber. No. Don't go. Why is that? The captain's command. What captain? Get out of our way! Dangerous, very dangerous. Don't be where you shouldn't go. Gee, this droid. Did it serve in your grandpa's unit? Don't go any further. Play the captain's message on repeat. Look not with your eyes. Listen not with your ears. Don't become aware, and understand not what's ahead. What are you talking about? We don't have time. Forget it. Okay, das heißt, ihr Großvater war der Captain. Wait a second. Wo ist er denn? Better hurry. Otherwise. Wo ist er denn durch? Are you okay? Gee? Ist hier nichts? Ist hier richtig? Ich muss wieder zurückschwimmen. Oder nicht? Hey, ich schwimme gerade zurück, bin ich doof. Don't go any further. Leave now. Ja, wir schwimmen noch wieder zurück, wie es aussieht. Wake up! What? Wake up. Are you alright? Hey, you okay? Okay. Hat sie jetzt gerade das Eis eingebildet? This is... Are you okay now? I'm here. How strange. When did this start? What happened? My head is buzzing. Oh. Well, an octopus thingy led me here, and I found you unconscious on the ground. I was inspecting you and found out your underwater oxygen supply unit was damaged, and the attachments were loosened. I think you passed out due to hypoxia. I just fixed it for you. You should be feeling better now. Is that so? It seems much lighter this time. So, what I just saw. See, what? In fact, I might have seen something, but I can't recall. Anyway, I'm much better now. Thank you, big sister. I'm glad you're okay. Did Pip guide you here? Thank you, Pip. Huh? Hey, could you please not take me back yet? Please? I'm having a very important adventure today. I can't explain, but just know it is very important. Please allow me some time. I don't really want to hurt a kid. But I need to ensure your safety. So if you don't mind, I can stay with you until the end of this adventure. For real? Hooray! Let's go deeper. Okay.
Dann machen wir hier aber morgen weiter. Danke für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.